mein Gott, da ist das Ding. Ich habe tatsächlich mir den deutschen Meistertitel in der Fitnessfigurklasse 2 geholt. Ich bin immer noch unglaublich überwältigt und heute nehme ich euch mit auf einen Full Day of Eating nach dem Wettkampf. Ich wäre dann ready, dressed up, um das Buffet zu stürmen. Ja, bis jetzt habe ich mich wirklich zurückgehalten, was das Essen angeht. Nach dem Wettkampf gab es natürlich ganz traditionell einen Yippie-Riegel. Und dann habe ich erstmal einen Salat mit Shrimps gegessen, dann noch ganz geil Erdbeeren und ein bisschen Couscous-Salat. Also Süßigkeiten noch gar nicht so wirklich, weil ich habe aus den Fehlern der letzten Jahre gelernt. Trotzdem werde ich es mir jetzt gleich richtig, richtig gut gehen lassen. Und ja, gucken wir mal, was alles so in den Körper reinwandert. So, letzter Gang, denn die Tortellini fehlen noch. Ja, ich bin schon gut angefuttert und ja, muss dann glaube ich ein kurzes Päuschen machen, bis ich zum Nachtisch gehen kann. Aber es ist so schön, einfach befreit mal wieder essen zu können. Oh mein Gott, guckt euch meinen Bauch an. Ein Babybauch mit Bauchmuskeln. Einziehen. Ist echt schwer. Sonntagmorgen. Ich wollte eigentlich nur kurz mal hier durchs Hotel und dann habe ich erfahren, Lisa, das Buffet macht schon auf. Daher esse ich jetzt schon meine erste Runde und dann nachher mit Simon beim Trainer nochmal eine zweite Runde. Ja, ich probiere natürlich, mich nicht wieder zu krass zu überfressen, weil gestern der Bauch echt wehgetan. Daher erstmal ein leckeres Müsli. Weil auch bei einem Athleten sind Sachen wie sowas richtig, richtig geil, weil es einfach nicht normal ist. So, weiter geht's hier beim Essen. Vor lauter Euphorie über mein Crepe mit Nutella habe ich das vorhin ganz vergessen aufzunehmen. Das möchte ich natürlich nicht unterschlagen. Ja, und jetzt einmal frisches Omelett. Und ein bisschen Obst. Erste Runde. Ja, da, ich bin zurück in Hamburg. Ja, auf der Fahrt gab es noch zwei Yippie-Riegel und geschmierte Brote und ein Eis. Das war ganz wichtig. Und jetzt bin ich essen und ja, als erstes gibt es Vorspeise. Ah, heißer Teller. So, irgendwas Überbackenes mit Shrimps. Und dann Steak. Ja, ich lasse mir das mal schmecken. Ich bin zurück in Hamburg in meiner WG und ich bin unglaublich überfressen, vollgefuttert. Mein Bauch ist eine fette Kugel mit aufgebautem Sixpack. Es ist alles anstrengend, sitzen, stehen. Ja, der Tag bzw. gestern Abend bis heute war irgendwie geprägt von Essen, Leiden, Verdauen, Essen, Leiden, Verdauen. Es gehört wahrscheinlich mit dazu. Wenn ich das Revue passieren lasse, war ich echt noch ganz safe und human unterwegs, wenn ich mich mit letztem Jahr vergleiche. Ja, seit ich zu Hause bin, habe ich ab und an mal den Löffel hier ins Nutella-Glas getunkt. Oft bin ich gar nicht als Löffel rein, direkt in den Mund. Der letzte Löffel war irgendwie auch ein bisschen zu viel. Ich kann weder gerade süß essen noch sonst irgendwas. Es ist kurz vor 8:30 und ich bin, glaube ich, echt einfach durch. Für mich geht's morgen direkt straight wieder weiter, denn es steht Marbella vor der Tür. 10.06. geht's international weiter auf der Olympia Amateur. Und ja, da wird angegriffen, da ist das Finale, das Ziel. Und wenn ich euch zeige, was noch vor mir liegt, dann frage ich mich, wie soll ich morgen bitte straight weiter essen? In meiner Peak-Week-Depression bin ich in einem leichten Milka-Kaufrausch geendet und habe hier Schokolade und Kekse und alles. Ich habe gar keinen Bock, das zu essen. Und es gibt eine Regel bei mir. Wenn ich straight essen soll, darf nichts im Haus sein. Das heißt, ich muss sowohl die Schokolade als auch das große, geile Nutella-Glas irgendwie noch loswerden, damit ich morgen wieder Vollgas geben kann. Ja, wir sehen uns bestimmt in dem einen oder anderen Video demnächst wieder. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß beim Zuschauen und wir sehen uns. Bis bald.